möchte heute dazu sprechen, dass diese Kampagne sich seit Wochen gegen die Lieferung von Waffen in den Nordirak ausgesprochen hat und möchte das begründen. Humanitäre Hilfe dort vor Ort, viel mehr humanitäre Hilfe aus Deutschland und auch die Aufnahme von Flüchtlingen von dort hier in Deutschland. 100.000 Flüchtlinge, das wäre hier in Deutschland aufzunehmen, das wäre mal eine Zahl, die für mich verantwortliche Außenpolitik bedeuten würde. Im Gegensatz dazu ist für mich die Lieferung der Waffen in den Nordirak die falscheste Hilfe dorthin, weil es an Waffen am allerwenigsten mangelt in diesem gesamten Bereich des Nahen Ostens. Und die Lieferung von Waffen in den Nordirak macht Deutschland zur Kriegspartei. Das ist nicht die Vorstellung, die wir von verantwortungsvoller, ziviler Friedenspolitik von Deutschland aus haben. Die Waffenlieferungen in den Nordirak gießen noch mal mehr Öl ins Feuer. Sie deeskalieren nicht, sondern werden über Jahrzehnte hin als Waffen einsetzbar sein. Es ist keine Endverbleibskontrolle gewährleistet. Die Lieferung dorthin jetzt an eine bestimmte Gruppe reiht sich ein in das System. Das sind jetzt die Guten, andere sind die Bösen, aber die Waffen werden wandern. Die Erfahrung mit Kleinwaffen, die geliefert worden sind, ist, dass sie marodieren, dass sie weiter woanders hingehen, dort wieder Konflikte führen und dass sie zur Eskalation und zum weiteren Austragen des Konfliktes in bewaffneter Form beitragen. Ich sage nicht, dass die Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel die Lösung in der Hand hat, wie man jetzt gegen den IS vorgehen möge. Aber für die deutsche Politik ist auch das Demokratiedefizit bei der Entscheidung für diese Waffenlieferung ein Skandal. Denn in dem Moment, wo Waffen in ein Krisengebiet, in einen aktuellen Konflikt geliefert werden, ist das weder mit unserer Verfassung noch mit dem Völkerrecht konform. Zudem hat der Bundessicherheitsrat, haben drei Minister aus unserer Bundesregierung das entschieden. Das ist nicht mit dem Parlament entschieden worden. Es hat am 1. September ein falscher Symboltag für eine solche Entscheidung von Waffenlieferungen, eine Aussprache im Deutschen Bundestag gegeben, aber es hat keine Entscheidungsmöglichkeit des Deutschen Bundestages gegeben. Und das kritisieren wir sehr. Diese Kritik teilt unter anderem auch der ehemalige Bundesverfassungsrichter Heinz-Jürgen Papier. Insofern gibt es viele, die Argumente gegen diese Art des Eingreifens in den Konflikt haben. Und ich bin den dreien sehr dankbar, wie sie geschildert haben, wie Menschen dort leben, wie Menschen dort wirklich Hilfe brauchen, aber auch wie eben ein Leben da ist, der Versuch vom Aufbau von Selbstverwaltung und solche Tendenzen. Das ist nicht der Blick, den wir hier in Deutschland werfen, wenn wir immer nur über Waffenlieferungen sprechen. Es geht darum, dass wir tatsächlich eine Unterstützung aufbauen, die frühzeitig Konflikte wahrnimmt, die dann denen, die vor Ort sind, wirklich humanitäre Hilfe gibt und dabei hilft, die Konflikte beizulegen und nicht zu dem Zeitpunkt, wo tatsächlich alle das Gefühl haben, es brennt, dann noch mehr Feuer in den Konflikt gibt, in dem noch mehr Waffen dahin gegeben werden, sondern dass wir tatsächlich umsteuern und mehr Forschung, mehr Energie, mehr Geld da reinstecken, zivile Konfliktbearbeitung hier in Deutschland aufzubauen, damit wir in solchen Situationen nicht mehr da stehen und sagen, ja, aber jetzt muss man doch helfen, jetzt kann man doch nicht anders, sondern dass wir tatsächlich vorbereiten, präventiv und andere Reaktionsmöglichkeiten für die deutsche Außenpolitik entwickeln und nicht in ein Pulverfass wie den Nahen Osten noch mehr Waffen liefern.